Willkommen hier in der Volkswagen Arena, liebe Fußballfreunde. Ich begrüße Sie herzlich zu dieser Partie. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. VfL Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften, vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Zwei herausragende Spieler hier heute im direkten Duell. Also besser als die beiden heute in Sachen Offensive geht das nicht. Die Nummer 24, Xaver Schlager. Die Nummer 27, Maximilian Arnold. Die Nummer 31, Yannick Gerhardt. Und mit der Nummer 9, die Aufstellung des VfL Wolfsburg, so gehen sie in diese Begegnung. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Auf der Torhüterposition Jan Sommer. Matthias Ginter spielt mit Nico Elvedi in der Abwehr. Und im Sturm sollen es in diesem Spiel gleich vier Angreifer richten. Das war der Anstoß durch Wolfsburg. Jetzt geht's los. Philipp. Kevin Babu. Xaver Schlager. Maximilian Arnold. Arnold. Yannick Gerhardt. Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Der Ballverlust. Elegant gelöst hier. Philipp. Wout Weghorst. Was macht er draus? Da ist der Treffer. Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen. So kann es weitergehen. Den Keeper trifft da keine Schuld. Wir sehen es hier nochmal in der Wiederholung. Der Fehler passiert vorher. Schlechtes Abwehrverhalten. Zwei Leute frei durch. Konsequenz, Tor. Die Führung also für Wolfsburg. Kramer. Stindl. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Und direkt zurückgespielt. Florian Neuhaus. Super Pässe da jetzt von Borussia Mönchengladbach. Stindl. Christoph Kramer. Ganz stark. Maximilian Arnold. Philipp. Das ist schon abgezockt, wie sie das machen mit dieser Führung im Rücken. Sie spielen sich den Ball hin und her und immer wieder diese kurzen, schnellen Pässe. Xaver Schlager. Er wartet da jetzt, er wartet auf die Unterstützung der Kollegen.
Jetzt wieder Ballbesitz für Gladbach. Florian Neuhaus. Kramer. Stindl. Plea. Toller Pass. Das könnte es sein. Da erobert er den Ball. Philipp. Er bekommt die Unterstützung. Wout Weghorst. Jetzt ist es gefährlich. Da ist Matthias Ginter. Kramer. Jonas Hoffmann. Lars Stindl. Wo ist die Lücke? Sie suchen sie. Sie wollen hier den Ausgleich. Das merkt man. Sieht alles gut aus. Stindl. Philipp. Wout Weghorst. Xaver Schlager. Knappe Pausenführung. Es steht 1:0. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Anstoß Mönchengladbach. Es geht weiter. Jupp, der zweite Abschnitt läuft. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Kramer. Das macht er gut. Plea. Ball geht direkt wieder zurück. Kramer. Lars Stindl. Und da ist der Ball wieder weg. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. So, wer hat jetzt die entscheidende Idee? Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Stefan Leiner. Kramer. Gibt Einwurf. Oh, jetzt werden sie wechseln. Die Nummer 24. Xaver Schlager. Neu auf dem Feld die Nummer 23. Joshua Gilabogi. Gilabogi. Maximilian Arnold. Brooks. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Maximilian Arnold. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Ball ist wieder weg. Guter Vorstoß da jetzt. Das muss der Ausgleich sein. Die Gefahr scheint erstmal bereinigt. Das war ein hervorragender Zweikampf. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Stindl. Jonas Hoffmann. Plea. Kramer. Der Ball kommt wieder zurück. Stefan Leiner. Jetzt mal die Gladbacher. Erst müsste mal eine zündende Idee kommen.
holt sich den Ball im eigenen 16er. Ball wieder zurück. Stindl. Lars Stindl. Super Pässe da jetzt von Borussia Mönchengladbach. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Stindl. Kramer. Plea. Defensiv machen sie es gut. Philipp. Richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das steht mal fest. Ja, sie geben alles und auch auf dem Feld geht es hoch her. Die letzten Minuten Spannung pur. Ein enges Ding hier und es kann auch so viel passieren. Florian Neuhaus. Christoph Kramer. Schön dazwischen gegangen. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Florian Neuhaus. Kramer. Ginter. Plea. Florian Neuhaus. Wird es hier nochmal gefährlich? Sie wollen unbedingt den Ausgleich. Christoph Kramer. Stindl. Kramer. Stindl. Florian Neuhaus. Lars Stindl. Schlusspfiff. Nun steht es fest. Sieger dieser Partie sind die Gastgeber. Aus meiner Sicht war das heute eine gute Leistung. Knapper Sieg am Ende und damit werden sie zufrieden sein. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Wichtiges Tor heute von ihm. Das Entscheidende sogar. Guter Auftritt. Das war der Anstoß durch Wolfsburg. Jetzt geht's los. Philipp. Und Weghorst. Was macht er draus? Da ist der Treffer. Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen. So kann es weitergehen.